Jesus verließ die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort ankam, sagte er zu ihnen: Betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, etwa einen Steinwurf weit. Dann kniete er nieder und betete. Er sagte: Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Todesangst kam in ihm auf und er betete noch angespannter. Dabei tropfte sein Schweiß wie Blut auf den Boden. Dann stand er auf vom Gebet und ging zurück zu den Jüngern. Er sah, dass sie vor lauter Trauer in Schlaf gefallen waren. Er fragte sie: Wie könnt ihr nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Wenn man die letzten Tage in Jesu Leben Revue passieren lässt, hat man das Gefühl, dass Jesus das, was kommt, kalt lässt. Man erlebt so gar keine Gefühlsregung bei ihm, weder beim Einzug in Jerusalem noch beim letzten Abendmahl oder bei anderen Geschichten. Er lässt uns nichts preishaben von dem, wie es ihm wirklich im Innersten geht. Umso dankbar bin ich dafür, dass die Bibel uns diese Geschichte aus Gethsemane erzählt, wo die Anspannung, die Angst, auch die Zerrissenheit in Jesus ja wirklich aus ihm herausplatzt in diesem Gebet vor Gott. Und er es einfach nur noch rausschreit: Gott, ich habe Angst vor dem, was kommt. Und ich habe auch Angst vor dem Tod. Die Bibel spricht hier von Todesangst. Das macht mir diesen Jesus so menschlich, weil ich jetzt auch nachvollziehen kann, dass all das, was ich als Mensch fühlen würde, auch in ihm, ja, er es auch gefühlt hat. Und trotzdem, zwei Punkte sind mir ganz besonders wichtig. Jesus bringt mir hier nochmal neu nahe, dass ich bei Gott keine schönen Worte finden muss. Ich muss nichts verpacken oder in ein besonderes Päckchen hüllen, um es ihm sagen zu können. Ich kann es einfach so vor ihm bringen, wie es gerade mir auf dem Herzen, auf der Seele liegt. Einfach vor ihn bringen, ganz offen und ehrlich, so wie Jesus es hier auch tut. Und zweitens, Jesus ist hier auch menschlich. Er versucht auch, Gott zu bitten, eine andere Lösung zu finden, als die, die jetzt schon geplant war und ihm vor Augen ist. Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, sagt er. Wir Menschen versuchen auch immer, einfachere Wege zu finden als die, die scheinbar sich abzeichnen. Aber, und das ist das Große, was ich von Jesus ja lernen möchte, Jesus ist offen im Gebet vor Gott. Er lässt Gott die Entscheidung: Herr, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gott hat am Ende des Tages die Entscheidung und Jesus vertraut diesem Gott, dass er die richtige Entscheidung trifft. Und auch das möchte ich Gott vertrauen, dass er die richtigen Wege auch für mich bereithält und die richtige Entscheidung trifft. Thank you.
geschehen.